Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn ich habe eine ganz aufregende Box zugeschickt bekommen und zwar von Vitalsana. Da gibt es sogar zwei Boxen, die ich dir in diesem Video zeigen kann. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, vital und schön steht hier auf den Boxen drauf und erst dachte ich, dass die mir die Box, die ich in diesem Video verlosen kann, zugeschickt haben, damit ich die an einen von euch weiterschicken kann, aber nein, die Box, die in diesem Video verlost wird, wird direkt von Vitalsana geschickt. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox drin. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ich habe hier einmal die Box Sommerbrise und einmal die Box Zeit für mich. Und ich habe auch auf diese beiden Boxen, die man bei Vitalsana im Onlineshop kaufen kann, einen Rabattcode. Damit sparst du 1,50 Euro auf die Box. Den blende ich dir hier auch mal ein. Das ist, oh Mann, ich kann nicht reden. Ich bin so aufgeregt. Claudi VS, also Claudi und dann Vitalsana quasi, ne? Das VS, genau. Und damit sparst du 1,50 Euro. 18,99 Euro kostet nämlich die Box jeweils und jo, das ist eine Apothekenbox und ich bin super gespannt, was drin ist. Schauen wir doch erstmal in die erste Box. Die sind beide genau gleich von außen aufgebaut, aber da sind unterschiedliche Themengebiete drin. Wir entfernen den Deckel. Och, guck mal. Kannst du super weiterverwenden. Finde ich echt klasse, muss ich wirklich sagen. Was bei diesen Boxen auch super praktisch ist, du siehst direkt auf der Homepage, was sich in der Box befindet. Das haben wir hier bei der Box Sommerbrise, die ich jetzt hier erstmal rausziehe, schon direkt drauf. Das ist eine 16-teilige Aktionsbox, die statt 43,26 18,99 Euro kostet. Und das finde ich ziemlich cool. Und ja, wir gucken jetzt mal in die Box rein. Als erstes, und das finde ich ja super cool, haben wir hier ein Kühlpad für die Augen oder eine Augenmaske. Die tust du dir einfach oder die legst du dir in deinen Kühlschrank, glaube ich. Und dann kannst du die einfach auf dein Auge machen. Kaltkompresse, genau. Kannst du einfach in den Kühlschrank machen oder nicht ins Gefrierfach. Bitte nicht ins Gefrierfach. Ja gut, dann frierst du dir sonst die Augen ein. Ist auch nicht so geil, ne? Und dann kannst du dir die Schwellungen, die unter den Augen entstehen, damit super wegmachen. Und du kannst sie auch warm verwenden. Das heißt, 10 Minuten bei 60 Grad heißem Wasser erwärmen. Und dann kannst du die auf die Augen machen. Das finde ich auch schön, ne? Ich hatte auch mal so eine erwärmende Augenmaske. Das war auch super angenehm. So kurz nach dem Aufstehen fand ich das auch schön. Oder wenn man so müde Augen hat. Und das hier ist, ja, cool. Von Mometa Hexal. Heuschnupfenspray. Ja gut. Finde ich gut. Das finde ich echt gut. Dann haben wir hier von Freiöl Sachen drin. Zwei, genau. Einmal ein Sachet Feuchtigkeitscreme, 48 Stunden Feuchtigkeit, das ist diese hier. Und das andere ist eine Intensivcreme, die pflegt und nährt für trockene Haut. Und ja, die ist mit Vitamin A und unterstützt die Zellerneuerung. Dann, richtig toll, von Kneipp Tuchmaske Chill Out mit Hanfsamen und Patchouli, beruhigende Pflege und eine Auszeit für dich und deine Haut. Das ist toll. Ich mag Kneipp-Produkte sowieso sehr, sehr gerne, weil die einfach auch so freundlich zu meiner Haut sind. Und jetzt haben die auch noch Tuchmasken. Das wusste ich noch gar nicht. Ich habe von Kneipp aktuell so einen Raumduft. Der steht im Hobbyzimmer von meinem Freund. Richtig toll. Der hält so lange an. Mega geil. Und ja, das finde ich toll. Ich glaube, die gönne ich mir heute Abend. Dann haben wir von TTZ, schade kann ich jetzt nicht in dem Sinne verwenden, eine Sinnenreise-Ausflug ins Grüne, Abtauchen und einen kleinen Kurzurlaub. Ein erheiterndes Pflegebad mit Sonnenblumenduft. Ja, wir haben hier unten bei uns in der Wohnung tatsächlich gar keine Badewanne. Wir haben oben in der Mietwohnung eine Badewanne, aber die ist am Renovieren. Da lege ich mich jetzt aktuell nicht in die Badewanne, weil nicht wirklich vorhanden. Ja, schade. Das heißt, es wird weiter wandern, weil fürs Fußbad habe ich genug andere Sachen. Oh, aber das riecht so gut. Oh, das riecht echt toll. Super angenehm. Mega geil. Dann haben wir hier ein Produkt drin, was ich aktuell auch in Verwendung habe von Freiöl. Mega gut. Hydrolipid Lipstick 5-in-1 Sonnenschutz, trockene und sensible Lippen. Und das hat einen Lichtschutzfaktor von 50. Das verwende ich jeden Morgen. Und das ist richtig empfehlenswert, gerade wenn es so halt, ne, wenn die Sonne mehr rauskommt. Ich habe, seitdem ich den benutze, viel weniger Probleme mit trockenen Lippen. Ich glaube, das liegt wirklich daran, dass da halt ein Lichtschutzfaktor drin ist und man da die Haut einfach schützt, ne? Weil ansonsten, ja, setzt man die Haut ja wirklich allen möglichen Einflüssen aus, die halt da sind, Sonne und so. Und ja, sowas hilft. Finde ich klasse. Das gefällt mir. Dann haben wir noch was, ja,
da kommt schon was raus. TT Sept, basisches Badesalz, Detox Pure, neutralisiert die Säuren auf der Haut, finde ich auch total klasse. Ich glaube, sowas ist tatsächlich etwas, was ich ins Fußbad nehmen würde. Mit Aktivkohle, das riecht auch ganz gut. Weiße Tonerde und Aktivkohle mit aktiven Mineralien und naturreinem Meersalz. Leicht löslich. Und das ist vegan. Hier haben wir ein Set von Eucerin und zwar einmal Urea Plus, die 10% Urea Lotion und Eucerin Urea Plus 5% Handcreme. Das sind auch sehr, sehr pflegende Produkte. Hier hinten steht auch drauf, dass es ein Reiseset ist. Und hier vorne sehen wir auch, dass es für 9,95 € unverbindliche Preisempfehlung Kennenlernpreis, Reiseset für trockene Haut läuft. Jetzt reisen wir ja leider nicht so viel, ne? Aber man kann es halt trotzdem gut gebrauchen. Ja, auf jeden Fall. Finde ich klasse. Auch das hier ist ein wirklich bekanntes Produkt. Hallo Sommer von TT Sept oder von Tee bei TT Sept. Aromadusche, Papaya und Hibiskus. Tropisch fruchtiger, pflegender Duschgenuss. Oh, das ist klasse. Ja, hallo Sommer, ne? Wir begrüßen dich. Heute leider nicht bei mir vorhanden. Nein, heute nicht. Ja, es riecht eher tropisch fruchtig, fast schon säuerlich und nicht so ganz so, wie ich das gerne mag. Aber wenn es halt richtig, richtig heiß ist, dann mag ich solche Produkte auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne. Ja, Full-Size-Größe, ne? Wow. Gut, ein Produkt, was aber neu für mich ist, ist von Pharma Verde die Aloe Vera Handseife. Und das gefällt mir echt gut, weil ich tatsächlich aktuell so sowohl was Shampoos angeht, als auch Handseifen, das im Wechsel verwende, feste und aus der Tube, Packung, wie auch immer, je nachdem, ne? Aber ich habe immer halt so beides da und dann verwende ich erst das eine und dann das andere. Und aktuell habe ich zum Beispiel ein festes Shampoo in meiner Dusche stehen, ja, und eine Flüssigseife. Das heißt, danach kann man theoretisch die hier verwenden, das muss ich mal schauen. Und das ist toll. Hallo Sammy. Hallo Sammy. Ich habe keine Ahnung, was der hat, aber der starrt mich an. Gut. Ja, ich glaube, er denkt, hier wäre auch was für ihn drin, aber leider nicht, ne? Es ist jetzt die Pharma Verde Aloe Vera Handseife. Pflegt die Haut und schützt sie vor dem Austrocknen. Regeneriert raue Haut und beruhigt Hautreizung. Also das können wir doch alle aktuell sehr gut auch noch gebrauchen, weil man wäscht sich jetzt ja deutlich bewusster, öfter und länger die Hände, als man das ja normalerweise macht. Wir sollten das eigentlich beibehalten, weil das ist ja schon eine ganz gute Geschichte. Aber da unsere Haut das jetzt ja nicht unbedingt gewöhnt ist, trocknet die ja schon ziemlich aus, ne? Also meine auf jeden Fall. Deswegen, gute Geschichte. Dann habe ich hier auch ein, jo, altbekanntes Produkt, sag ich mal, von Weleda Naturally Clear, ein mattierendes Fluid mit Weidenrinde. Das sind 7 Milliliter hier drin. Das bekämpft Hautunreinheiten, reduziert Hautglanz und beruhigt die Haut. Und das ist nicht pickelverursachend. Aktuell habe ich davon auch schon ein Sachet in meiner Dusche, nicht in meiner Dusche, in meinem Badezimmer stehen, was ich mir gerne hier unten auf meine Hautpartie aufgebe, weil da sieht es etwas traurig aus. Ja, man kann es wirklich so sagen. Es sieht ein bisschen nicht so schön aus und deswegen, ne, kann man sowas gut gebrauchen. Also für SOS finde ich auch solche Größen sehr, sehr gut. Dann haben wir hier ein weiteres Produkt von Freiöl. Da habe ich auch schon ein paar in meinem Backup und zwar das Pflegeöl. Das sind jetzt 15 Milliliter. Ich würde mal sagen, das ist so eine Kennenlerngröße, weil, ne, das hast du ja relativ schnell aufgebraucht. Gut für trockene Schienbeine. Das mache ich mir tatsächlich auch gerne so abends vor dem Schlafengehen dann einfach mal so ein bisschen drauf, ne? Also auf die Schienbeine und auf die Füße. Also da gefällt mir das auf meine Dehnungsstreifen. Ich habe in den Oberschenkelinnenseiten auch ein bisschen Dehnungsstreifen einfach vom Wachstum, weil ich damals wohl zu schnell gewachsen bin. Kleiner Mann, du hast keine Dehnungsstreifen, keine Sorge. Okay, auf jeden Fall finde ich das gut und kann das auf jeden Fall auch echt jedem empfehlen, der Probleme mit Dehnungsstreifen hat oder mit sehr trockener Haut. So, dann haben wir hier noch eine Handcreme mit drin. Gut, das ist jetzt die zweite Handcreme hier im Paket, aber das ist nicht schlimm, weil aktuell, wie gesagt, kann man es brauchen. Pharma Verde Zitrone Ingwer Handcreme, 50 Milliliter. Ja, das vereint jetzt so ziemlich die beiden Duftnoten, die ich jetzt persönlich nicht so gerne mag. Zitrone und Ingwer, ne? Deswegen wird die weiter wandern, aber ja. Juti, dann haben wir hier den Duschschaum Energy aktivierend von Spitzner. Jo. Duschschäume mag ich auch ganz gerne, aber Duschschäume mag ich eigentlich eher so im Winter. Ich guck mal, ob ich dran riechen kann. Das riecht eher männlich. Das ist nicht unbedingt was für mich. Ja, komm hier. Holzig markante Akzente von Akazien- und Zypressenholz. Seidiger Schaum und milde Tenside reinigen die Haut spürbar sanft. Ja, das ist ne, nicht mein Duft. Nein. Aber es sind coole Produkte hier in der Box mit drin. Okay.
Okay, das war jetzt die Box Sommerbrise. Hat mir ganz gut gefallen. Das sind eher so auch die ganz normalen Basic-Produkte, die man halt auch so braucht. Eine Dusche, was für die Lippen, was für die Augen, was für den Körper, für alles mit dabei, was irgendwie gut formuliert läuft bei mir. Also ich fand die ganz cool, aber tatsächlich wirklich sehr basic. Na, wir gucken mal weiter. Für mich war der Wow-Effekt übrigens bei der Tuchmaske. Weil die finde ich, also ne, jetzt allein vom Packaging her total ansprechend und schön. Und das ist Clean Beauty, ne? Hatte ich auch noch nicht vorher gelesen. Mikroplastikfreie Rezeptur. Nice. Hier ist auch schon die nächste Box. Das müsste dann die Zeit für mich Box sein. Ja, Zeit für mich. Sie sieht etwas bunter aus vom Inhalt her. Dafür weniger Produkte, glaube ich, ne? Aber, nee, Quatsch. Bunter, aber, ach, größer, bunter, weniger Produkte, glaube ich. 13-teilig. Drei Produkte weniger. Jo. Da haben wir zuallererst eine Schlafmaske von Voltaren. Sowas kann man gut gebrauchen, wenn man im Flugzeug reist oder wenn man irgendwo übernachtet, wo nicht unbedingt Rollläden sind, oder wenn man auf Geschäftsreise ist und da halt irgendwo übernachtet, wo keine Rollläden sind, oder wenn man im Schichtdienst arbeitet zum Beispiel und schläft, wenn es draußen noch hell ist, oder wenn man im Zeltlager übernachtet zum Beispiel, wobei im Zeltlager würde man jetzt eher weniger eine Schlafmaske tragen, aber wenn man ganz empfindlich ist, kann man die trotzdem mitnehmen. Ich war damals sehr oft im Zeltlager. Ich war auch als Leiter mit dabei und hatte dann auch eine Kindergruppe. Das war ein wuseliger Verein, Leute. Ich muss euch das echt sagen. Wahnsinn. Aber gut, ja, auf jeden Fall. So viel zu der Schlafmaske. Praktisch auf jeden Fall. Dann haben wir Tempos. Das finde ich auch klasse. Nein, das sind Taschentücher. Papiertaschentücher. Das sind keine Tempos, Claudia. Kennt ihr diesen Effekt? Auch wie so Tempos, Cevas und so, dass man das halt wirklich mit der Marke, ich weiß gar nicht, da gibt es auch ein ganz bestimmtes Wort für. Das heißt nicht Markinisierung, das, was ich gerade im Kopf habe. Es heißt irgendwie anders, dass man halt quasi die Marke zu dem Produkt macht und es dann so nennt. So wie googeln oder so, ne? Und nicht, ich gebe etwas in eine Suchmaschine ein, sondern ich google das mal eben. Ihr wisst, was ich meine. Genau, auf jeden Fall haben wir da welche drin von Hewatt. Das ist ganz praktisch, kann man immer gut gebrauchen, komm mit zur Arbeit. Dann haben wir hier etwas von Rugard Cosmetics Beauty Liquid. Und zwar eine Trinkampulle. Natürlich strahlend schön. Nahrungsergänzungsmittel mit Kollagen, Hydrolysat, Hyaluronsäure, Vitamin C, Vitamin E, Zink und Biotin. Und. Ja. Und wir probieren das einfach mal. Man soll ja auch die trinken. Also mache ich das doch mal, ne? Prost. Sauer. Ascorbinsäure macht sich bemerkbar. Schmeckt auch nicht unbedingt mega lecker. Aber auch nicht schlecht. Ist okay. Wenn man sich dran gewöhnt hat, dass es halt so sauer ist, ist es okay, glaube ich. Aber sowas ist nichts für mich. Gut, wir haben ein Deo von Veleda. Oh, schön. 24 Stunden Roll-On. Granatapfel ohne Aluminiumsalze. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob das funktioniert, Leute. Ich habe aktuell ein Roll-On, den ich verwende. Ich weiß aber gerade nicht, von welcher Marke. Mein Freund feilt gerade irgendwas in seinem Hobbyzimmer. Es tut mir leid, man hört es vielleicht. Mit Bio-Inhaltsstoffen, siehe Inki-Liste. Jo, cool. Das finde ich klasse. Ich habe von Veleda noch nie eine Deo-Rolle oder sowas gesehen. Finde ich positiv. Ja, riecht halt nach Granatapfel, ne? Das ist unalkoholisch, ja. Es ist jetzt nicht unbedingt so der mega geile Duft, den man damit versprüht. Irgendwas mit Wasserlilie habe ich aktuell. Egal. Ne? Und ich glaube von 8x4. Claudia, hör auf zu denken und gleichzeitig zu reden. Das ist ja furchtbar hier. Entschuldigung. Auf jeden Fall wird das demnächst mal verwendet. Der Sommer ist da und da kann man ordentlich Deo gebrauchen. Ne? Dann ist hier noch was für meinen Freund mit dabei oder für einen Mann, wer auch immer das haben will. Kneipp kraftvoll. Das ist schön. Zedernuss und Eiche. Ich glaube, das wird er haben wollen. Haut und Haar. Männerpflege mit Naturkompetenz. Und das sieht super schön aus. Guckt euch das an. Da ist so richtig, ne, das sieht so holzig aus. Und ich hatte dem letztens auch mal ein Duschgel gegeben, was so holzig war. Und da ist der voll drauf abgefahren. So. Er wird's mögen. Vielleicht war das sogar genau dieses Duschgel. Das weiß ich gar nicht. Er wird's mögen. Er wird's kriegen. Dann haben wir hier etwas von, ach süß, Sanustol und das Leben kann kommen. Das sind Pflaster. 4 Kinderpflaster. Ach süß. Ach Mensch. Ja, und da sind einfach Dinos drauf. Ach Mensch. Sanustol.
Musste ich damals auch immer nehmen. Ja, jetzt muss ich es nicht mehr. Jetzt regulieren solche Dinge einfach bei mir Chipstüten und Schokoladendinger. Genau, ja, läuft. Finde ich gut, ist praktisch. Ja, das benutze ich auch aktuell, witzig, von Zukin Super Greens Detoxifying Facial Scrub. Das ist super witzig. Das ist wirklich super witzig, Leute. Denn das steht aktuell unter meiner Dusche. Ja, das kann ich auch schon mal sagen. Gefällt mir richtig gut. Kann ich empfehlen. Ist eine gute Geschichte. Zukin ist auch eine sehr, sehr, sehr interessante Marke. Eine sehr natürliche Marke. Und finde ich klasse, dass es hier mit drin ist. Für normale bis trockene Haut. Und ja, ist ein mechanisches Peeling und es gefällt mir persönlich sehr gut. Die hatte ich auch schon mal von März Spezial, die Detox-Maske mit Meeresalge und Leinöl mit einem Soforteffekt, klärt die Poren tiefenwirksam und verfeinert das Hautbild. Das ist nett. Ne, da kannst du ja, also, ja, kannst du dich nicht beschweren. Kannst du zwei Anwendungen von machen. Ich glaube, das erste Mal, dass ich dieses Produkt in der Hand gehalten habe, war, als ich mal ein Tauschpaket gemacht habe mit Cindy, Rosa 87 Lee. Das war mein allererstes Tauschpaket und ich glaube, da hatte sie mir eine reingepackt. Ich meine wohl, für alle Hauttypen geeignet. Ja, cool. Finde ich klasse. Noch ein Produkt von Kneipp und das ist super, aber alles andere als ein Sommerprodukt. Aber das ist halt Zeit für mich. Das ist eine Box, die kannst du halt auch so ein bisschen auf den Winter projizieren. Na, einigermaßen. Auf jeden Fall ist das eine Repair-Handcreme Wohlfühlzeit mit Macadamia, Sternanis und süßer Orange. Ich mag sehr, sehr gerne die Handcremes von Kneipp, weil die wirklich super reichhaltig sind und schön einziehen. Regeneriert und schützt strapazierte Hände. Aber Leute, das ist ein Winterduft. Riecht volle Leute nach Weihnachten, weil du halt diesen Sternanis so krass rausriechst. Mega. Okay, das feiere ich irgendwie. Ich glaube, da haben die sich vertan. Au, das tat weh. Entschuldigung. Dann habe ich hier von Tee bei TT Sept, frei von Mikroplastik, selbstverständlich ohne Tierversuche, ein pflegendes Schaumbad mit Bergamotte und Jasmin. Ich liebe diesen Duft. Ach Gottchen. Ich finde, dass Jasmin ein ultra krass mega schöner, weiblicher Duft ist. Und hätte ich eine Badewanne, ich würde mich jede Woche da reinlegen, echt. Aber wir haben uns bewusst gegen eine Badewanne entschieden, was ich auch vollkommen legitim nach wie vor noch finde, weil ich rieche zwar die Produkte und denke mir, ja geil, da hätte sie jetzt echt Bock drauf, aber wirklich reingehen würde ich eher weniger. Und da wir das halt selber hier auch entschieden haben und vor 4 Jahren unser Bad hier unten auch renoviert haben, haben wir auch festgestellt, nee, wir brauchen keine Badewanne, denn wir hatten vorher, als wir in der Mietwohnung gewohnt haben, eine Badewanne und die haben wir irgendwann einfach nur noch für schmutzige Wäsche reinschmeißen verwendet oder wenn mein Freund sein Aquarium irgendwie sauber gemacht hat, aber wir haben sie nicht zum Baden verwendet und dann ist es halt auch irgendwie Platzverschwendung und Geldverschwendung, deswegen ist okay, dass wir keine Badewanne haben. Ich mache mir dann so meine Badewanne für Arme, indem ich mir einfach ein Fußbad mache. Läuft, ist vollkommen in Ordnung. Deswegen, also das passt natürlich ultimativ, weil hier steht Zeit für mich drauf, ne? Man könnte es auch garantiert gut als Duschgel verwenden, aber ich habe zum einen so viel andere Duschgele, die dann halt auch in dem Sinne pflegend sind und die ich einfach sehr gerne verwende. Ja, und zum anderen ist es halt auch eine schöne Geschichte, die man dann einfach weiter verschenken kann. Das ist schade, wirklich, wirklich schade drum, weil ich würde gerne darin baden, aber es wäre halt Verschwendung, weil ich würde sie nicht wirklich aufbrauchen und dafür dann halt wirklich dann immer zu meiner Ma oder zu meinem Dad zu fahren, um zu baden. Kommt auch irgendwie merkwürdig, wenn man da mit dem Handtuch unterm Arm steht und dem Ding in der Hand so, moin moin, es ist mal wieder Zeit, ich brauche wieder Zeit für mich, ne? Nee, deswegen schade, aber werde ich weitergeben. Vielleicht sogar meine Mom. Dann habe ich hier, das habe ich aktuell auf der Arbeit stehen, von Freiöl das Deo Spray, reguliert und schützt für alle Hauttypen, ein Antitranspirant und ein Antipersipant, glaube ich. Reguliert die Schweißbildung, schützt wirksam vor unangenehmem Körpergeruch mit antibakteriellem Wirkkomplex, erfrischt und sorgt für ein angenehmes Hautgefühl. Ja, also, finde ich persönlich vom Produkt her gut, so, ne? Also was da rauskommt, wenn es auf die Haut kommt und so. Und es schützt auch. Aber die Anwendung gefällt mir nicht. Das heißt, du hast hier nämlich einen Pumper, wo du so rausdrückst. Und ich habe das gemerkt, also ich stelle diese Deos auch immer bei uns auf der Arbeit auf die Damentoilette, ne? Ich habe einfach gemerkt, dass ungefähr niemand das benutzt. Das ist interessant, weil wenn ich da so ein Sprühdeo hinstelle, dann benutzen das alle. Und wenn ich das hier dahin stelle, benutzt es einfach keiner. Das ist sehr, sehr, sehr interessant, finde ich einfach. Ich finde es einfach interessant. Also
Ich persönlich benutze es und ich werde es auch, also auch dieses hier werde ich entweder selber benutzen oder meiner Mom geben, weil ja auch Freiöl ist ja auch sehr angenehm für die Haut und so weiter. Deswegen denke ich, dass ich das weitergeben werde, weil ich habe ja noch einige da. Ja, aber ich finde es sehr interessant, weil das ist ja so eher so ein, nicht nur meine Meinung, sondern quasi von, wie viele Frauen sind wir, 15 Frauen oder so. Das ist schon sehr, sollte man sich mal überlegen. Okay, dann haben wir hier das letzte Produkt und zwar finde ich klasse von der Marcel Todesmeer Crememaske Anti-Aging regenerierend. Das ist eine reichhaltige Pflege, verbessert die Zellaktivität und wirkt aufpolsternd. Ne? Das ist halt eine Tubenmaske. Ich mag Tubenmasken. Und ich habe auch aktuell zwei Pöttchenmasken in Verwendung von Dalton. Und wenn die leer sind, dann stelle ich mir da auch wieder neue hin, weil ich das einfach nachhaltiger finde. Ich bin eigentlich kein Fan von Crememasken, aber ich finde es nachhaltiger. Auch nachhaltiger als Tuchmasken. Also von daher, ne, werde ich da irgendwann vielleicht versuchen, mehr so drauf umzusteigen. Leute, ihr kennt meine Maskensammlung. Ihr wisst, wie lange das dauern wird, dass ich darauf umsteigen kann. Aber ich versuche es halt. Ne? Deswegen freue ich mich über sowas. Das ist schön. Ja, die ist lila. Das ist cool, ne? Crememaske auf die gereinigte Haut auftragen, Augenpartie und Lippen aussparen, dann 10 bis 15 Minuten einwirken lassen und dann mit einem weichen Kosmetiktuch entfernen und den Rest vom Schützenfest mit lauwarmem Wasser einfach runterspülen. Finde ich schön. Ja, das war auch eine schöne Zeit für mich Box, die auch schön gestaltet war und auch einen ordentlichen Inhalt hatte. Doch, gefällt mir. Also hier sagen die ja auf dem Flyer, dass wir hier einen Wert von 47,06 € haben. Hat mir auch gut gefallen. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, Zeit für mich Box oder die Sommerbrise Box, ich glaube, ich würde die Zeit für mich Box nehmen. Die kosten ja gleich viel, aber ich finde die Zeit für mich Box irgendwie spektakulärer, ne? Also irgendwie finde ich die aufregender. Ich weiß nicht warum. Ja. Und nicht nur, weil hier, ich meine, das Lieblingsduschgel von meinem Freund drin ist. Aber gut, ja. Auf jeden Fall waren das jetzt die beiden Unboxings. Denkt auf jeden Fall an meinen Rabattcode. Denkt an die Verlosung. Alles, was ihr dafür tun müsst, steht unten in der Infobox. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich nämlich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!